Heute ist es endlich soweit. Der Tag der Tage ist gekommen. Deutschland fiebert seit dem 1. Mai auf dieses Spiel hin. Das erste Champions League-Finale mit nur deutscher Beteiligung. Bayern gegen Dortmund. Wir sind hier in Lüdenscheid und wollen mal gucken, was die Fans hier so sagen und wie sie feiern. Fühlt ihr euch hier unter lauter Dortmundern im Brauhaus? Ich fühle mich hier klasse. Ich bin hier schon ein paar Mal gewesen und das macht mir gar nichts, weil wir alle hier nur Fußball sehen wollen. Natürlich für uns. Torverhältnis? 2:1. Anna! 3:2 für Dortmund. Wir haben uns seit 2-3 Wochen auf diesen Tag gefreut. Wir haben darauf aufgearbeitet und gehofft einfach nur, dass wir diesen Tag heute einfach nur feiern können. Wie fühlt ihr euch unter den ganzen Fans, die für Lüdenscheid Nord sind? Ganz gut noch. Ist schon ein bisschen komisch, weil wir hier auch nah an Dortmund wohnen. Aber ich meine, wenn man zu einem Verein steht, dann ist das schon gut. Also ist nicht schlimm. Für wen seid ihr heute Abend? Alle drei für Bayern. Einige zumindest von zwei sind auch verloren. Im Lüdenscheider Brauhaus, traditionell als BVB Hochburg bekannt, war die Stimmung zuversichtlich, sowohl bei der Überzahl der BVB-Fans als auch bei den recht wenigen Fans des FC Bayern München. Die Hoffnung der Dortmunder Fans verstärkte sich zusätzlich durch das offensive und mit vielen Torschancen gespickte Spiel in der ersten Halbzeit, nach der sich die Mannschaften mit einem Unentschieden in die Pause verabschiedeten. Die Bayern, die kriegen heute noch richtig einen drauf. Dortmund gibt Gummi, wenn die zweite Halbzeit so weitermachen. 2:3:1 mindestens. Mädchen, aber jetzt kommen die gleich. Glaubst du, dass sie heute noch gewinnen können oder sind die Dortmunder zu stark? Quatsch, die sind doch nicht zu stark. Gleich sagt der Jupp erstmal eine klare Ansage und dann geht's ab. Und so war es dann auch. Nach dem 1:0 für den FC Bayern München waren die wenigen Fans nicht mehr zu halten. Wie fühlst du dich jetzt nach dem Richtig Tor? Richtig geil, was Geileres gibt's nicht. Aber es sollte dann doch noch etwas anders kommen, denn der BVB glich schnell zum 1:1 Unentschieden aus. Das 2:1 für den 1. FC Bayern München in der 89. Spielminute löste Freudentaumel bei den Bayern-Fans und Verzweiflung bei den Borussen-Anhängern im Brauhaus aus. Ja! Nach zwei verlorenen Finals habt ihr es endlich geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Wie fühlst du dich jetzt? Also ich finde, es war verdient auf jeden Fall für Bayern, für die ganzen Jahre Enttäuschung. Und das ist einfach das Jahr von Bayern. Ist ganz klar. Keiner kann uns schlagen. Wir sind Europas Beste. Das war's. Das Spiel ist vorbei. Der BVB hat 2:1 gegen Bayern München verloren, die damit dem Triple ganz, ganz nahe sind. Hier in Lüdenscheid ist die Stimmung jetzt sehr getrübt, weil hier im Brauhaus fast nur Dortmund-Fans waren. Die Bayern-Fans werden jetzt mit Sicherheit eine wunderbare Nacht erleben und ganz viel feiern.